So, wie ihr sehen könnt, Akku in seiner Pumperbude. Ich wollte euch ein kleines Update zeigen. Moment, ich muss mal zurückzoomen. Ja, das ist ein Geheimtipp. Und jetzt nicht einfach dahergelabert Geheimtipp, sondern probiert es bitte aus. Und zwar, das werde ich jetzt essen, dann gibt es nachher Bankdrücken bzw. Trizeps engdrücken. Das ist, was ich so für mich so als Kraftnahrung entdeckt habe. Also erstmal hier Brokkoli, ne, ist ja Standard bei mir mittlerweile. Sellerie, ja, Staudensellerie ist hier, ne, als Gemüse. Die zwei Sachen sind eigentlich fast überall mit drin. Dann Reis natürlich, ganz klar. Und jetzt ganz wichtig, Linsen, ja. Also Linsen könnt ihr alles, was mit Reis zu tun hat, überall Linsen mit reinpacken, ja. Sehr günstig und, ja, nahrhaft ohne Ende. Ja, so und eine kleine Kartoffel habe ich mir auch reingeschält, aber eine ganz kleine, ja, weil Reis ist ja schon als Kohlenhydrate mit drin. Natürlich ganz fein geschnitten, damit es auch schneller mit den anderen Sachen mitkocht. Das Ganze dauert circa 15 bis 20 Minuten. Ich gebe da immer so einen Teelöffel Öl mit rein, weil was ich für ein Hackfleisch gekauft habe, ist natürlich vom Metzger und das enthält sehr wenig Fett. Deswegen habe ich so circa einen Teelöffel Öl noch mit reingegeben, ja. Und ja, da kommt Kurkuma mit rein und Salz und ein bisschen Pfeffer. Und als krönender Abschluss, als Sahnehäubchen kommt, weil das Ganze ja noch so ziemlich heiß ist und ich möchte das direkt essen, natürlich Quark mit rein, ja. So, und dann wird es jetzt die ersten geben, so wie kannst du mit einem schmutzigen Löffel in deinen Quark rein, bla bla bla. Nee, also mein Quark wird sowieso nicht länger als 2-3 Tage im Kühlschrank sein, also das wird jetzt nicht verderben. Also Quark noch mit reinmischen und ein bisschen hier umrühren. Ich verspreche euch, ja, garantiert, es wird euch schmecken, Bombe, Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr irgendwie, sagen wir mal, eine Stunde richtig knallhart trainieren wollt, dann habt ihr Power ohne Ende, ja. Das sollte es gewesen sein und es gibt im Anschluss noch ein, zwei Videos. Wir sehen uns, bis dann, ciao.